Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Part von Monster Hunter Rise. Ja, wir holen uns gleich mal in die nächste Schockfalle, denn wir wollen heute ein paar Monster fangen. Ich will nämlich ein bisschen grinden und das möchte ich diesmal mit aufnehmen. Nicht so wie sonst. Und dabei füllen wir uns einfach mal die ganzen Tränke wieder auf, die ganzen Bomben wieder auf. Nehmen uns eine Falle mit und behalten unsere Eiswaffe an, denn wir wollen jetzt ein paar Ratiane töten. Ich weiß zwar noch nicht wie viele, aber ich werde einfach mal davon ausgehen, dass wir hier das einfach so jetzt machen werden, so wie wir hier sind. Denn wir brauchen Rüstungszeug. Nicht, dass wir uns eine Ratian-Rüstung machen wollen oder so, aber es wird sicher irgendwann mal Rüstungsteile und so geben, wo wir dann irgendwann mal auch Ratian-Zeugs brauchen. Und das Interessante ist, Ratian gibt auch Rathalos-Zeugs. Also, wenn man zum Beispiel... Das ist ja das Verwirrendste daran. Wenn Ratian Rathalos-Zeugs verliert, dann kann man echt denken, ja, das ist doch ziemlich so wie zweigeschlechtig oder sowas, aber es ist halt komisch. Wir sind voll mit Honig. Da brauchen wir noch ein paar Kräuter, dann können wir neue Megatränke machen. Wo ist die hin? Ach, da hinten. Oh, ich habe Angelplatz gefunden, cool. Eigentlich nicht, eigentlich wollen wir... Was haben wir hier? Ein Platzfisch. Nicht schlecht. Aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte wieder nach oben gehen. Das ist gerade das Beste, was ich jemals so tun konnte, aber... Hüpf! Hüpf! Ah, lass mich hoch! Lass mich hoch! So, danke schön. Nein! Warum springt der runter, ey? Dum, 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 dum. Hast dich getroffen. Au.
Das macht mir Spaß. Ach ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber... Aber ist euch schon aufgefallen, dass wenn man Magna Malo besiegt hat, man überhaupt noch keine anderen neuen Monster getroffen hat? Wie zum Beispiel Mizutsune oder andere Monster wie Rajang oder so. Weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber sieht so aus, als wären das einfach andere höherrangige Monster gewesen. Kann ich mir vorstellen. Uah! Alter, ich brenn! Oh yes! Das war eine fette Teamarbeit. Oh, tschüss! Ja, da hat sie gezockt. Das sah mal viel besser aus, ob ich das gestehen muss. Diese Dreifach-Rennattacke, die sah mal besser aus. Angreifen und reiten! Jetzt geht's los. Wie weit geht's denn jetzt voran? Ah, hier hin. Genau, da gehe ich jetzt hin. Na. Mist! Ich bin einmal ausgewichen. Das war 98 Schaden. Das waren die Sternchen. Sie scheinen heute nur für dich. Achtung! Razian haut wieder ab! Nein, ich bin ohnmächtig geworden. Scheiße. Mann. Das war so nicht geplant. Geh doch mal hoch. Danke. Ich glaube, der andere Weg ist hier rüber. Ich versuche so einen Weg zu finden, der gut ist, wie hier. Das ist nämlich jetzt der schnellste Weg dorthin.
Mario. So. Scheiße, Razzian ist weg. Die sind die vier geflohen. Ach, da bist du doch. Sag doch mal was, Mensch. Scheiße, ich brenne. Ich hab doch was ausgewischt. Au. Nein! Das war ein Felsen. Es ist so weit. Ach Mann. Da hat man mich direkt da reingeschmissen. Nein! Nein! Wehe! Ich hasse Kestodons! Könnt ihr alles ruinieren, ja. Bomben. So, das ist die erste erstmal. Das neueste, größte Exemplar von Razzian wurde gefangen. Ich frage mich, ob es hier auch eine richtige Goldkronengröße gibt. Finde ich geil. Quizzerfilm. So. Gibt mir auch ein paar neue Rüstkugeln. Ach, geil. Da holen wir uns auch gleich nochmal die nächste Falle und machen da gleich weiter. Dann haben wir zumindest drei Razziane gemacht und zwei, meinte ich. Und wenn wir das dann fertig haben, dann haben wir auch die Verschmelzung hinter uns. So. Auch nochmal voll gemacht. Nächste Quest. So. Und weg hier. Ich möchte hier nur so wenig Zeit verbringen wie nur möglich. Nur um mehr und mehr Razziane zu töten. Beziehungsweise einzufangen. Na dann mal los. Moment, die ist eine Abkürzung. Wasch. Da kommt man auch mal hier hoch, ja. So. Dürfte sie jetzt hier irgendwo sein? Da unten? Ja. Ist es mal wieder. Oh nein, das ist nicht Razzian. Das ist Puke.
that, wait a minute. That's not Radian. I think there's none here. Da ist er. Hallöchen. Wie geht's dir denn? Bocho! Nein! Mitten in das Gift rein hier ran. Deodorant, Bob. Deodorant hilft nicht. Hallo, ich wirf sie drauf. Oh Gott. Ich hab's versäumt. Scheiße. Da fliegt sie weg. Folgen Sie der... Wo ist die hin? Da oben. Folgen Sie der Radian. Fosch. Sag mal. Hast du Probleme? Große Probleme. Oh, da ist er. Ich hab die Kopf nicht sehen. Fosch. Es ist not the Giftrolle. Na dann, jetzt geht's los. So, da habe ich zumindest die Radian-Schrottreife vorn. Haha! Von wegen, du. Du fliegst mir nicht weg. Schnucki, du kannst nicht fliegen, verstanden? Na gut, jetzt hat sie sich losgerissen. Au. Nein! Das ist doch ein... Ey, willst du mich verarschen? Das ist das zweite Mal passiert. Und ich war noch nicht mal halb leer. Alter. Moment, was war das? Das Gold? Naja, nicht ganz. Trotzdem wollen die mich verarschen? Ja klar, ich habe gerade erst den Baum aktiviert, Mensch. Gerade ist hier runtergekommen.
Wieder. So, da bin ich wieder. Ich versaue, störe dein Winteressen und verfehle. Au. Der Hebeflügel ist kaputt. Oh, der hier muss noch. Also der ist auch schon kaputt. Und voll vom Himmel gerissen, ey. So macht man das. Oh ja, ich sehe gerade die Schuppe. Wieso ein paar neu gebrochene Teile? Au! Nein! Wir haben versagt, Hose! Denkst du, du kannst damit was... Das war knapp. I see you are catch ready. I take my Elektrofalle. Nein! Mann, diese Scheißverdammte. Nein! Oh, come on! Ach, nur weil ich mich verdrückt habe, ey. Hund, rette den Tag. Was zum Henker? Die zischt auf einmal voll ab. Und da hat sich ihn gelegt. Habe ich einen Bomben? Also, auf dem Hund kann man das nicht machen. Cool, Fassbomben. Bomben. So. Jetzt mache ich das so. Und hau da drauf. Das hätte was werden können. Was machst du denn? Du machst mir ja schon wieder fast tot. Daneben getötet. Ist ja auch nicht so schlimm. Da gibt es zumindest hier extra Loot-Belohnungen. Auch wenn wir fangen ein kleines bisschen lieber ist, aber hier Flügel kaputt, Rücken kaputt, Kopf kaputt. Das kann man noch bei ihr alles kaputt machen. Na gut, man könnte ja noch den Schwanz abhauen, aber...
als Hammerspieler wird man leider nicht mit dieser Fähigkeit gesegnet. In dem Fall ist okay, dass wir erreicht haben. Nein, hab was gut, du bist mir im Bild gerannt. Oh mein Gott. So, was haben wir denn hier? Schuppe, Flammenbeutel, Panzer, Schuppe. Noch mehr Rüstkugeln, hat sie wieder ein bisschen verringert. Lahm. Einfach nur lahm. Sehr, sehr lahm. Aber es gibt was Neues. Und zwar. Hier. Zuerst einmal Schmelztiegel. Schmelztiegel gibt uns drei neue Talismane. Wir haben jetzt ja ein Windstille-Talisman, noch ein Windstille-Talisman und ein Brisen-Talisman. Wir haben einmal Erholungstempo Stufe 2, Giftwiderstand Stufe 1 und Donnerwiderstand. Ja, ich denke, das können wir gut gebrauchen. Gerade das Gift kann man gegen Radian gut gebrauchen, finde ich. So. Vielleicht sollten wir uns die auch gleich ausrüsten. Kann man das überhaupt? Machen wir das hier. Ausrüstung ändern. Oh. Ich glaube, ich will das mal ausrüsten. Also, das sind die Talisman, ja. Das ist ein Talisman. Das habe ich zurzeit keinen. Das ist nur Vizen-Talisman. Oh, habe ich so ein seltenes Ding. Der hat kritischer Blick. Kritischer Blick mal 3. Das ist der mit dem Giftwiderstand, den rüste ich mal aus. Jetzt bin ich wunderschön. Mit dem Talisman. Okay, eine Aufgabe machen wir noch. Dafür gehen wir nochmal zu dem Ding. Rüsten uns wieder mit einer Falle aus und lassen uns nochmal sterben. Ach nee, das ist mal langsam nicht mehr witzig. Der Gag ist langsam tot. Und das sollte Radian auch mal verstehen. So, was gibt's denn aber allerdings Neues zu kaufen? Immer noch so wenig? Irre ich mich dabei. Nö, es gibt immer noch nur noch Fallengeräte. Ziemlich schade. Dorfquests. Radian. Erneut. Aufbrechen. Sofort. Ich glaube, so langsam bereue ich immer, dass ich nichts gegessen habe. Und das sage ich jetzt, nachdem ich gesagt habe, dass wir sofort aufbrechen. Ja, typisch ich. Dämmert es? Das sieht auf jeden Fall nicht dunkel aus. So, wir werden uns jetzt auf den Weg nach oben machen. Hüpf. Ich habe gesagt, hüpf. Danke. Dann können wir uns da erstmal hier rumwälzen. Hüpf. Hüpf. Das ist wieder der Puki-Puki, oder? So. Dann geht es hier lang.
Und von der 7 aus dann nach rechts und dann sind wir schon da. Da ist er. Und weh, du bist ein Pookie. Aber du bist kein Pookie. Ich sehe das nämlich von hier aus schon. Alles klar, los geht's! Funktion! Was sollte auf jeden Fall schon mal machen? Einen guten Eindruck. Der erste Eindruck zählt. Eine Dämmerung gewesen. Eine Abenddämmerung. Weil wir jagen ja immer nachts, wenn wir hier diese Quest anfangen. Au! Schon wieder! Nein, so geht's mir auf den Keks. Hä, was war das denn für ein Ballett? So, das war erstmal so was. Bitte? Hä, was war das denn für ein... Was war das denn für ein Trick? Den will ich auch können. Aber lass mich jetzt erstmal die Ratchen reiten, okay? Na komm, oh, lass mich drauf. Danke. So, dann mache ich das jetzt mit dem. Teile ich hier aus. Aber es hat funktioniert, finde ich. Wow, Inferno! Damit kannst du einen töten! So, da fliegt sie weg. Die macht ein Luftballett, wenn sie mal hochfliegt. So, wie viel Teile haben wir hier? Ziemlich viel, wa? Gerade als wir Ratchen jetzt so oft angegriffen haben, haben wir ziemlich viele Teile runtergehauen. Sehr schön. So, wo ist sie jetzt hin? Ach, einfach nur nebenan, oder wie? Ja, offenbar, ja. Nee, sie ist da hinten. Einfach in die Richtung nach oben, dann nach rechts und dann nach links. Dann sind wir hier in der 8, dann müssen wir über die Brücke. Wo ist die Brücke? Hier. Dann müssen wir über die Brücke und dann sind wir da. Aber Alter, war das gerade eine geile Aktion. Mal so eine Panzerhaut rein. So, ob ich das nochmal nehmen kann. Ja, kann ich.
das wurde schill. Oh, der Stein hat mich beschützt. Drückt F für den Stein. Dann lebt ihr noch daheim. Diesen beknackten Treibsand. Ey Katze, ich bin kein Wurfziel. So, das Essen ist abgebrochen worden. Was zur Hölle, Mann? So, da war der Flügel kaputt. Ich freue mich schon, irgendwo freue ich mich ein kleines bisschen, wenn ich auf Rajang treffen sollte. Ich weiß, viele mögen vielleicht den Rajang nicht, aber... Aber gerade mit Rajang gibt es einen geilen Trick, wie man am besten Monster jagt. Vor allem Drachenelfis, da kann man mit Rajang ziemlich leicht Schrott machen. So, jetzt muss ich aber richtig handeln. Und zwar hier, Schockfalle. Auf. Oh, Beruhigungsbomben. Wir haben es geschafft. Wir haben uns unsere dritte Ratian erjagt und somit zwei Ratiane gefangen. Bringt uns saftige Belohnung ein. Vielleicht sogar was Neues für Waffen. Mal sehen. Auf jeden Fall können wir mit den Rüstkugeln unsere Tobi-Kadachi-Rüstung noch ein bisschen mehr verbessern, damit die sogar gut gegen alles gerüstet ist. Zumindest in Zukunft. Oh, okay, da so niedlich in dem Ding. Verstauen, das Zeug ist Schuppeknochen. Was ist das? Seltenes Item, Ratianplatte. Sengende Schwanzschuppe, schwer zu kriegen und feurig wie der Weihwan selbst. Scharfe Klaue. Ah, das hat sich mal richtig gelohnt, echt. Das hat mir richtig gut gefallen. So. Damit würde ich mal sagen, dass wir uns am Ende des Parts angelangt sind. Also wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, klingelt das Glöckchen. Und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hundertprozentig wieder bei Monster Hunter Rise. Bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.